Ja, es tut weh. Diese Niederlage? Ganz klar, weil Mannschaft hat wieder alles rausgehauen, hat wieder viel versucht und ich finde und ich hoffe, das wird auch honoriert. Es ist nicht selbstverständlich, dass der 18. so einen Ballbesitzfußball spielt, wie wir es heute gemacht haben, mit dieser Selbstverständlichkeit. Riesenkompliment an die Mannschaft. Nicht für die ersten 30 Minuten. Da haben wir uns das Leben selber schwer gemacht und Köln hat es auch wirklich richtig gut gemacht. Die zweite Halbzeit hat sich die Mannschaft dann in dieses Spiel auch reingebissen und hat all das, was wir dann in der Anfangsphase vermisst haben, da waren wir sehr unruhig, auch am Ball, viele einfache Ballverluste, besser gemacht. Machen wir es 3-2, einfach einen Tick zu spät. Wenn wir es früher machen, 10 Minuten, glaube ich, dann holen wir einen Punkt. Ansonsten war es dann schwierig. Ergebnis vergessen wir schnell, weil wir jetzt auch uns schnell wieder konzentrieren müssen auf den nächsten Gegner. Aber die Art und Weise macht mir Mut für die kommenden Aufgaben und wir geben nicht auf. Wir werden übernächste Woche, weil es ein Montagsspiel ist, wieder eine Mannschaft präsentieren, die Gas geben wird, die guten Fußball spielen wird und die daran glaubt, das Spiel zu gewinnen.